Und der Schilmetzigswald von Shakes and Fidget mit dem ersten Video im Jahr 2017. Prosit Neujahr, guten Rutsch, ich hoffe, jeder ist gut durchgerutscht. Ja, ich bin es. Kurz mal alle schlechten Wortwitze bringen oder Sprüche. Ich habe mich in diesem Jahr noch nicht geduscht, stimmt nicht mal. Ich habe mich in diesem Jahr schon geduscht und so weiter und so fort. Ich denke mal, das ersparen wir uns jetzt. Haben wir alles schon gesehen, haben wir alles schon gehört. Ich habe jedoch was bekommen, nämlich das besondere Feuerei. Rocky, Rocky Balboa ist am Start im Immernachtwald, Silvester und Neujahr. Bekommen. Es gab ein bisschen Verwirrung, so finde ich, meinerseits. In der News stand irgendwas von Epic-Event, dann mit Nachtrag Erfahrungspunkt-Event. Jetzt gibt es ein Erfahrungspunkt-Event, die doppelten Erfahrungspunkte. Ich löse mal dieses Ei ein und erhalte Rocky, die Rakete, Feuerkrieger, richtig genial, 5% Rudelbonus und ein feines Pad zum Füttern. Jetzt ist die Frage, soll man Sumsum noch auf 100 ziehen oder Rocky leveln? Ich würde mal sagen, Rocky hoch leveln, denn hier gibt's nichts, nichts und nichts und deshalb muss man da auf jeden Fall mal was tun, dass es bei Feuer auch ein stärkeres Pet gibt hier und das ist fein, würde ich sagen. Genau, also Moment, ganz kurz, ich habe natürlich alles erledigt, auch gestern. So ein bisschen mit Treibsanduhren muss ich zugeben, aber 199 habe ich noch. Das ist mehr als in Ordnung. Jetzt hoffe ich, ich habe so viele Items. Gürtel, ja, Gürtel immerhin. Aber wann kommen die Halsketten dran? Das ist zum Verrücktwerden. 5 Items habe ich hier. 5! Und es kommt einfach nicht. So, mal schauen, was das neue Jahr mir bringt. An Items, Ressourcen, Pilzen, Erfahrungspunkten und so weiter. Heute würde ich mal sagen, ein bunter Mix aus allem. So mittelmäßig gut. Ja, warum denn nicht? Weg damit, weg damit. Und genau, Festung, da blinkt der Edelstein schon wieder ein schwarzer. Das ist einfach krass. Ressourcen abholen, Ressourcen abholen. Noch 9 Tage, 8 Stunden. Und es sieht wirklich gut aus, was die Ressourcen betrifft. So. Aber die 50 Millionen werde ich dann nicht erreichen. Irgendwas kann ich dann jedoch ausbauen. Festung 17. Vielleicht direkt die Befestigung auf 17, um für die Verteidigung zu sorgen und da ein bisschen mitzuziehen diesmal. Mal schauen, was ich da so mache. Arbeiterquartier 15, das kann man nicht weiter hochziehen, auch wenn die... Ach komm, das ist eine 10 Minuten, aber doch keine gute XP-Mission. Da überspringe ich direkt, um mir eine neue zu holen. Hä, es ist doch Erfahrungspunkte-Event. Was? Was ist denn los? Was ist denn da los? Es ist doch Erfahrungspunkte-Event. Warum bekomme ich nicht? So, was war das für ein Edelstein? Ein richtig kleiner, den ich wahrscheinlich wieder direkt verscherbeln kann. Ja, es ist echt krass. Ich habe hier noch 2 große. Moment, ich muss das mal vielleicht meine ganze Sammlung zeigen. An Edelsteinen. Kann direkt einen Laden aufmachen. Ich habe 2 mit 316. Soll ich mir da was genehmigen mal? Moment, ganz kurz. Warum habe ich hier nicht gefüttert? Nixoid, nimm es. Also, soll ich mir einen 316er gönnen? Warum nicht, oder? Warum nicht? Die Halskette ist sowas von neu. Rein damit. 5 auf alle Attribute plus Tränkebonus und so. Gut, denn wenn ich den ewig im Inventar behalte, dann kann ich mir auch kein Eis dafür backen. Darum backen, damit backen. Von daher. Ja, also, skillen, skillen, skillen. Um Himmels Willen. Sehr schön, 8000 Intelligenz werde ich bald knacken, das nächste Level-Up werde ich bald knacken. Anfang des Jahres direkt Level 400, das wird episch. Gestern habe ich hier natürlich angegriffen, nicht vergessen, obwohl ich kein Video gemacht habe. Das war schon im Voraus aufgenommen, 24 Millionen, 13, kommt noch einer, 40 Millionen. Mein Neujahrsvorsatz 2017 war es nämlich, diesen Gegner zu bezwingen. Im Jahr 2017, krasser Neujahrsvorsatz, oder? Ich bin mir sicher... Die Kassen werden so richtig klingeln bei den Fitnesscentern. So, da werden sich jetzt alle Leute anmelden. Am besten noch Jahresverträge abschließen. Und im Februar geht da niemand mehr hin. So ist das, so ist das. Okay, nö, da ist kein Bedarf irgendwie oder da will ich nichts austauschen bei denen. Also, ich finde, für sowas sollte man keinen neuen Vorsatz benötigen. Wenn man gesünder, vitaler leben möchte oder irgendwas an sich ändern will, dann macht man das und da muss man sowieso seinen kompletten Lifestyle vielleicht auch ändern. Hat keinen Sinn, wenn man sich einmal kurz im Fitnesscenter anmeldet
Sondern, genau, aber egal, das ist nicht das Thema, sondern Shakes and Fidget ist das Thema. Und ich habe ja hier, diesen Kampf habe ich mir eigentlich gespeichert gegen den Problembär, da war es dann endlich da im Immernachtwald. Ich hatte schon die Befürchtung, ja, das wird vielleicht nichts mehr mit diesem Feuerei, aber doch. Und das ist gut so. Feuer hier, endlich geht es hier auch voran. Weil Feuer ist ziemlich schwach, weil hier Mantiflam, ja, 15.000 Geschick und dann dieser fette Sprung zu Divestor. Der hat auch 15.000 Geschick, aber ist ein Krieger. Von daher, kurz mal angreifen, direkt mit Feuer zur Feuer des Tages. Feuerfrei, mal schauen. Mit dem schwächsten Element wage ich mich gegen Schattenpreußen. Ob das ein Fehler war, sehen Sie nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Aber jetzt habe ich ja 5% mehr, weil Rudelbonus und so. Also mal schauen, die Western muss sich hier schon mal ein bisschen beweisen gegen Luchterblanc, aber jetzt... Ein spannender Kampf, die Vestor gegen Preußen. Sehen wir uns das Ganze mal an. Die Attribute sind identisch. 30.000 gegen 30.000. Preußen weicht hier 35.000 mal aus. Das ist sehr schön. 180 Ehre verloren. So startet das neue Jahr natürlich schon mal sehr gut. Da bespringe ich gleich alles, weil ich direkt keine Lust habe. Sauber. Ja, das ist doch fein, oder? Das ist fein. Wenn man so oft ausweicht. Und Azepeng am Ende. Mit Licht kann ich mir hier wieder 180 Ehre zurückholen. Oder auch nicht. Sehen wir uns an. Heraldon macht sogar. Okay, Magier OP gegen Kundis. Und knapp 180 Ehre bekommen. 146 wieder. So. Ja, da kann man noch warten. Der Todesritter mit der Null statt dem O. Hier noch kurz Gilde. Melden und angreifen. 69. Oh, gestern war ein schöner Versuch. Den habe ich aber leider nicht gespeichert. Gestern waren es irgendwie 15 Millionen von mir. Schade, dass der hier nicht dabei ist. Hey, da habe ich gut was gewonnen. Was ist denn da los? 20 Ehre gewonnen. War das die Verteidigung oder Angriff? Egal, vollkommen egal. So, das war mal dieser Server, würde ich sagen. Und jetzt noch S33. Da habe ich Folgendes. Floss Nessel konnte ich bezwingen. Rocky habe ich ein paar Mal angegriffen. War bisher nicht möglich im Free Try, leider. Ja, das war ziemlich knapp, aber Rocky ist ja ein Krieger und da kämpft man dann Kundi gegen Krieger. Kann was werden, aber ich denke nicht, dass ich das heute noch packen werde. Aber ist egal. Wie gesagt, das ist dieser Server hier. S33, da bin ich nicht so begleitermäßig gut unterwegs. Man sieht manchmal... Nö, da muss ich ausweichen. Manchmal ist es gleich auf und... Ja, endlich die richtige Farbe beim richtigen Trank. Dankeschön. Dankeschön. Kaufen. So, den Stärketrank breche ich ab. Und der Ausdauertrank wird gegönnt. So ist das fein. Habe ich was ins Klo geworfen vorhin auf dem anderen Server? Jetzt wartet aber mal ganz kurz, denn ich will nicht vergessen. Ich bilde mir ein, ich war im Klo. Ich habe nichts reingeworfen. Hier, kleiner schwarzer Edelstein. Muss mal flott ins Klo hinein. Gut, aber hier geht's weiter. Ebenfalls bald mit einem Level Up. Vielleicht kann mir da das Erfahrungspunkt-Event helfen. Top. Mount ist auch noch unterwegs. Das heißt... Die besten Voraussetzungen. Nehmen. Wow, da hat sich aber jemand ordentlich was kosten lassen. Ausbildung nicht. Jetzt wurden mal meine ganzen, so, Festungsabwehr. Was war denn die erste Abwehr? Kampf zeigen. Mit 28 hast du das geschafft? Okay. Das ist krass. Muss meine Schützen ein bisschen mehr hochleveln. Die Quantität reicht nicht aus, wenn es an der Qualität mangelt. Jetzt steht hier 42 dran. Na gut. Okay, und dann direkt nochmal angegriffen, weil ich leider nichts mehr hatte. Mit 15 Soldaten eingesetzt. Das ist natürlich eine Menge, aber bald ist der Magierturm fertig ausgebaut. Ich will jedoch hier nicht hochleveln, obwohl das noch ziemlich billig ist. Ich möchte dann... Irgendwann die Festung aufleveln. Wenn das denn möglich ist. Mal schauen. So, Glücksrad. Vielleicht bekomme ich ja hier was. Den Gürtel. Yay. Sehr fein. Der ist aber leider am anderen Server dran.
Okay, Begleiter dann zumindest einmal kämpfen, nicht lange überlegen. Der Fuck ist da passiert, das ist aber nicht so toll, schade. 1, 2, 3 und wir sind dabei bei Atzen Atzmo und da ist er noch nicht ganz down, ein kostenloser. Ach nö, doch noch nicht. Doch noch nicht. Na gut, dann würde ich mal sagen, freue ich mich auf das neue Jahr. Hoffe, dass das ein oder andere Update hier noch reintrudeln wird. Heute letzter Tag für Rocky, danach muss man 364 Tage warten. Hier ist da der Rocky. Dieses Pet ist selten. Man sieht sogar schon, wo man was bekommt, obwohl man die noch nicht freigespielt hat. Okay, alles Klärchen. Na gut, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach nicht so weiter.